Jo. Ey, ohne Scheiß, Dankeschön für den dicken Support hier beim 24-7-Kanal Get On My Level TV, wo 24 Stunden, 7 Tage die Woche Content läuft. Aktuell gerade 2000 Zuschauer am Start. Ich packe euch mal den Link rein, dann könnt ihr da auch vorbei schauen, ein Like da lassen, beziehungsweise ein Follow auf Entspantarino. Da kommt jeden Tag 24 Stunden Content von mir. Alte Videos, alte Livestreams, gerade hier ein alter Livestream mit Trimax, dem alten hohen Kobold. Können wir ein Foto machen? Digga, Digga. Ey, was ist das? Ey, Bruder, keine Hände frei, Alter. So, ein bisschen shoppen auf Oldschool. Kilian ist zu Besuch. Aber wir machen hier eine kleine Shoppingtour. Und er ist gekommen. Nicht, ich bin zu ihm gefahren, er ist 40 Minuten hierher gefahren. Ja. Ehrenmann. Ja, letztes Mal waren wir zusammen in Berlin shoppen, Digga. Ja, da bist du ja auch immer gekommen, wegen mir, wa? Ja, genau. Das, du warst meine Freundin damals, Digga. So. So, also, Kilian und ich haben gerade festgestellt, dass das Alsterhaus in Hamburg absoluter Schmutz im Vergleich zum KDW in Berlin ist. Ist das eine Sprachnachricht? Nein, ich mache ein Video. weil du das so hältst. So ja, ich kann auch so, von mir aus können wir auch so, Digga. Alles gut, kein Problem, Digga. Ich muss es doch irgendwie aufbekommen. Also das hier ist wirklich lächerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und, also nicht abgehoben, das ist einfach nicht schön. Naja, also das Essen, die Auswahl ist ja nicht so berauschend. Ja. Also ich hab ein bisschen was geshoppt. Eine richtig geile Jacke von Louis. Und Kilian, sag mal dein Shopping-Erlebnis. Pepsi. Alleine schon, Digga, regt mich richtig auf. Die haben hier nur Pepsi, Digga. Keine originale Cola. Ja, Pepsi schmeckt gut. So der Wechsel aus beiden. Ja, ich liebe Cola auch, aber Pepsi muss auch mal sein. Scheiß drauf, Digga. War auch das letzte Mal, dass ich mich mit dem getroffen habe. So, ich habe jetzt ein bisschen geshoppt. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen was essen. Hier beim Peter Pan, auch Entspantarino. Ja, gleich habe ich noch ein bisschen Stress an der Hacken. Ich wurde abgeschleppt. Zu Unrecht, finde ich. Nein. Nein, wir, das will ich auch so. Ich wurde halt abgeschleppt. Ne? Erste Mal in meinem Leben. Egal, scheiß drauf. Hab ich dir den Tipp gegeben, wo man anrufen muss? Ja, hat er. Ja. Jetzt muss ich gleich mein Auto einlösen. Mal gucken, ich werde auf den Augen halten, was es kostet. Na, ich habe halt da geparkt, wo ich nicht parken darf. Ist in Ordnung, ne? Für erste Mal ist in Ordnung. Alles Lebenserfahrung. So ist es, Digga. Eine Real-Life-Story, bald auf dem YouTube-Kanal. So, da steht der Kollege, abgeschleppt worden. Brauchen wir nicht drüber reden, scheiß drauf, gehört dazu. Wie sie hier kommen, ein Fahrzeugschein. Erstmal brauche ich Nasenspray, Digga. Meine Nase ist verstopfter, Digga, als keine Ahnung, Mann. Oh, ja. Oh. So, alles erledigt. Also, gut, ich habe da gepackt, wo ich nicht parken darf. Alles gut, ich wurde abgeschleppt, das erste Mal in meinem Leben. Okay, alles cool, will ich nicht sagen. Aber Digga, wie rechtfertigt man 500 Euro dafür? Die Hälfte hättest du auch in der Stadt bezahlt, am Parkautomaten. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich wollte ins Parkhaus fahren und da war ein rotes Licht. Ich habe 10 Minuten gefühlt gewartet, ich durfte nicht reinfahren, dann habe ich halt woanders geparkt. Aber wie rechtfertigt man 500 Euro? Digga, das sind 1000 D-Mark. Vor allem 100 Euro Verwahrkosten, der stand hier eine Stunde. Yeah. Also wie soll sich das jemand Normales leisten, 500 Euro? Stell dir mal vor, euer Auto wird. Was denn? Habe ich noch ein Ticket bekommen, was? Scheiße. Naja, nicht zu Unrecht hat der Hof hier 2-Sterne-Bewertung bei Google. Oh. Ui. Oh, aha, Fleisch. Was? Nein. Ist vegetarisch. Ja, alles gut, ich wollte dich nicht. Auf dem 24-7-Channel läuft gerade ein Video von 2014 mit meinem Vater. Digga, wie sah ich denn da noch aus, Alter? Die Ohrringe, Digga, die Cap, Alter. Ich sah aus wie Moneyboy mit Down-Syndrom. Aber der Eistee war schon am Start, Digga. Jetzt in Zero. Digga. 1260 Leute am Start. Geh ich dir vergönnen. Hier könnt ihr einfach auf den Link klicken und dann kommt ihr auf den Kanal, Digga.